Und ein herzliches Willkommen zurück zu Silence mit von mir Gameplays als Hobby. Ja, wir sind hier stehen geblieben mit diesem bescheuerten Lebenslicht. Ich weiß, ich habe das schon alles ausprobiert. Aber es gibt auch nicht viel auszuprobieren. Wenn man jetzt mal hier so drauf drückt, das... Die Laterne haben wir schon bei beiden Plätzen gemacht, da ist nichts passiert. Wenn wir sie nur anquatschen, passiert natürlich auch nichts. Genau dasselbe wie hier. Und wenn wir uns auf den Thron setzen, passiert nichts. Den Statuenkopf hat man uns schon mal angeguckt in der letzten Folge. Und hier Teil der gefallenen Götter allerdings auch. Und mehr Möglichkeiten gibt es hier generell nicht zu drücken. Also bin ich jetzt mal der Meinung, wahrscheinlich müssen wir einfach nur zurück zum Orakel und weiter mit ihr quatschen. Und bis die uns was verrät oder sowas. Wir schauen mal nach. Wir gehen mal zurück und gucken mal, ob das dies der Fall ist. Oder wir schauen jetzt mal, was es hier alles zu drücken gibt. Da oben Kerzen. Da unten Kerzen. Generell die Kerzen und eigentlich nur wieder zurück, beziehungsweise sie. Okay, der Thron macht irgendwas, aber nur für den König von Silence. Die Königin? Ja, das war mir schon klar. Was passiert, wenn ich etwas auf den Thron lege, das Rini symbolisiert? Dann spende ich dir Applaus. Ich habe von Rini viele Erinnerungen. Wie bekomme ich die jetzt auf den Thron gesetzt? Es geht um Symbolik, Sadwick. Symbolik. So, und jetzt sage ich nichts mehr dazu. Finde ein Symbol für Rini. Ich dachte, du wolltest nichts mehr sagen. Ein Symbol für Rini finden. Also, dann legen wir die Laterne jetzt mal wieder auf den Thron. Weil wie es aussieht, sollten wir das hier dann machen. Bewirkt gar nichts. Aber er hebt sie dann immer wieder runter und stellt sie dann wieder dahin. Keine Ahnung. Ich befreie dich, Rini. Und wenn es das Einzige ist, was ich hinbekomme. Ich befreie dich, Rini. Da sagt er immer dasselbe. Ich frage mich, warum Rini diesen traurigen Hohlkopf tragen muss. Das ist eine Symbolik, die kein Mensch versteht. Warum hat Sharna ihr nur so eine Last aufgebrummt? Die Bürde, Königin von Silence zu sein, ist doch schon schwer genug. Ach. Wäre ich doch nicht so ein nutzloser Traumclown. Ach, wäre ich doch nicht so ein nutzloser Traumclown. Wer ist jetzt? Jetzt haben wir alles gehört. Weil dieser Trauerkloßkopf da symbolisiert ja ihn. Bewirkt gar nichts. Also so ganz blicke ich hier jetzt gerade nicht durch, was ich hier zu machen habe. Ich befreie dich, Rini. Sharna? 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 Wer auch immer Sharna ist. Da passiert nichts. Es gibt doch gar keine Möglichkeiten mehr, das verstehe ich nicht. Sie schaut direkt ein bisschen stoned. Sie hatte ja schon immer eine steife Art. Und eine versteinerte Miene. Sie hatte ja schon immer eine steife okay, Art. Okay, mehr erzählt er jetzt auch nicht mehr. Und eine versteinerte Miene. Eigenartig. Vielleicht müssen wir einfach nur heulen, so wie dieser Statuenkopf.
den Weenie da hält. Ist die da Renis Kerze? Oder Kyras? Renie? Nein. Kyra? Nein. Dann vielleicht hier oben. Renie? Nein. Kyra? Ja, Punkt für mich. Also können wir erstmal nur Kyra befreien. Und nicht Renie. Mist, die Kerze ist zu lang. Kann ich die einfach brechen? Was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist doch nur symbolisch Kyras Lebenskerze, stimmt's? Ich meine, die Länge der Kerze hat doch nichts mit Kyras Lebenszeit zu tun, oder? Oder? Keine Ahnung. Hoffen wir's mal nicht. So geht's. Wenn ich Renie befreit habe, sollte Kyra auch wieder lebendig werden. Hoffe ich mal. Ich freue mich schon auf ihr Gesicht, wenn sie merkt, dass sie in einem Wasserfall steht. Ja, wird sie merken. Licht für Splitter. Guter Tausch für mich. Ja, wird sie dann merken. Oh mein Gott, mein Leben ist bald verwirkt. Die Kerze ist nur so klein. Kuhfuß drunter. Keine Ahnung, was so besonders an dem Ding sein soll. Keine Ahnung, was so besonders an dem Ding sein soll. Ich hab den Splitter, Renie! Warum hat Sharna ihr nur so eine Last aufgebrummt? Die Bürde, Königin von Silence zu sein, ist doch schon schwer genug. Ach, wäre ich doch nicht so... Wenn ich Renie befreit habe... Jetzt haben wir zwar den Splitter, aber er macht nichts damit. Mal gucken, was die Olle jetzt sagt dazu, dass wir die Kerze eventuell gekürzt hatten. Es geht um Symbolik. Ich hab's verstanden. Achso, jetzt muss ich hier mit dem Splitter hin, okay. Warum auch immer. Nur die wahren Königskerzen spiegeln sich in diesem Splitter. Da ist sie! Okay. Ganz vorsichtig. Das ist doch interessant. Okay, das war jetzt wieder schön gemacht, eigentlich. Das erste Mal hatte ich auch schon die ganzen Kerzen hier angeguckt und hatte nur irgendetwas gequasselt und ich konnte da nichts machen, von wegen Auswählen, Kyra oder Renie. Das ging jetzt erst, nachdem ich mit der Sharna da jetzt irgendwie noch ein paar Mal geredet hatte. Wow! Bravo! Ja, und fällt der Kopf jetzt runter, oder? Tatsächlich. Jetzt spring los, kleiner Hüpfer. Hey! Chadwick! Was soll das?
Wow, ist jetzt grau. Und was soll ich mit der Laterne? Nicht wegschmeißen! Du siehst ja aus wie eine Oma. Hä? Na, deine Haare, die sind weiß. Hey, wisst ihr was? Shana wartet da drin auf uns. Kommt mit. Die Länge der Kerze hat wohl doch was ausgemacht. Scheiße. Alles klar, ich hab's geschafft. Hier sind wir. Tretet näher. Oh, du bist Shana? Große Shana, wir wollen die falsche Königin stürzen und haben hier den Splitter, um sie endlich zu finden. Ich weiß. Du bist ja noch viel toller, als ich dachte. Huch, wo ist er denn? Eben hatte ich ihn noch. Da ist er. Ich hab ihn. Wieso das? Her damit! Psst. Ja, das ist der Splitter vom Spiegel, den Sedgwick einst zerstört. Danke für den Hinweis. Immer schön Salz in die Wunde. Ist der Splitter wirklich so mächtig, den Weg zum Thronsaal zu weisen? Er führt durch das Licht, das das Meer mit Hoffnung erleuchtet. Ans Ende der Welt. Oh je, jetzt redet sie wie Janus. Ende der Welt? Ich wusste immer, dass Silence eine Sackgasse ist. Der Thronsaal ist irgendwo im Meer. Ich wusste es. Wir haben ein Schiff, also los. Der Splitter ist mehr als ein Wegweiser. Mit ihm wird der Spiegel wieder ganz. Heilt das Land, die falsche Königin verschwindet, all ihre Sucher mit ihr. Ja, das ist genau, was wir wollen. Und die verlorenen Seelen kehren heim. Hört nun meine Prophezeiung. Sedgwick, ich hab Angst. Ja, ich auch. Seid ihr bereit? Ja. Halt die Klappe, du Clown. Dann hört genau zu. Die Prophezeiung lautet, am Ende dieses Tages wird nur einer von euch den Thronsaal betreten. Oh. Was rechts ist, kehrt sich um. Und die falsche Königin wird sich im Splitter spiegeln. Nein! Sie ist die falsche Königin, das stimmt. Das ist die Prophezeiung. Sie hat uns alles genommen, was wir liebten. Sie soll bekommen, was sie verdient. Her mit dem Splitter. Hey! Du hast es gehört. Nur einer von uns wird den Thronsaal betreten. Und das bin ich. Kyra, das meinst du doch nicht so. Wirst du gleich sehen. Oh nein! Jetzt geh hinaus und erfülle die Weissagung. Ganz allein? Kann ich nicht Spot haben? Sein Schicksal kenne ich nicht. Wirklich? Ja, dieses Wesen entzieht sich meinem dritten Auge. Na gut, dann Sedgwick bitte. Erst sage mir, warum. Das kann sie doch bestimmt sagen. Da gibt es diesen Wolkenspruch. Wenn Noah eine Wolke ist, dann ist Sedgwick der Regen. Und wenn ich nicht mit der Wolke spielen kann, dann... Spielst du mit einer Pfütze? Genau, ist doch ganz einfach. Wenn es so ist, sollst du Sedgwick haben. Oh, danke. Hey, was? Aua! Oh, Sedgwick! Vorsicht, mach den alten Clown nicht kaputt. Genau, machen wir uns auf den Weg, solange Kyra nicht dazwischen funkt. Wie war das noch? Auf den Ozean schippern und immer den Splitter ins Licht halten, stimmt's? Und wenn wir fliegen, kannst du uns nicht Flügel zaubern? Bitte, Miss Shana. Das schaffen wir schon allein, Rini. Auf zum Hafen. Tschüss, Miss Shana. Ja, bis bald einmal wieder. Ach nein, besser nicht. Pass gut auf sie auf, du Narr. Mal schauen, wo wir da jetzt ankommen, wie die Welt aussieht. Ob wir das überhaupt noch hinkriegen mit dem Splitter. Schauen, ob wir selber jetzt irgendwie das Segelschiff, sag ich mal, lenken müssen. Was sind das denn für komische Dinge? Die haben Spot. Ja.
Okay. Achso, jetzt muss ich mit Spot spielen. Na denn. Zauberkiste. Pauke? Loch in der Wand, da kann ich bestimmt abhauen. Kartonstapel? Grammophon. Lumi. Schauen wir nochmal nach, was alles passiert. Okay. Der ist total dicht, hä? Ups. Okay, die dürfen mich also nicht bemerken. Okay, hüpfen geht da wohl nicht. Hier gibt es sonst nichts. Okay, so auch nicht. Aha, okay. Ja, cool. Jetzt können wir uns da drin bestimmt verstecken. Hm. Wie cool. Okay, in welche Richtung? Vielleicht sind wir sogar schon richtig. Ach so. Okay. Fällt der Ballon? Okay, dann müssen wir das wahrscheinlich in die andere Richtung mal drücken. Falsch als Kugel. Das probieren wir jetzt noch und dann ist der Teil auch wieder zu Ende. Okay, da passiert nichts.
Kanal. Irgendetwas mit den federten Ballon dann wohl anscheinend. Also wir können uns nicht aufblasen. Okay, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Ah! Haben wir doch jetzt was erreicht. Spot ist cool. Spot gefällt mir. Schau mal, Reenie. Da unten ist der Hafen und das Meer. Und dann bist du auch schon bald zu Hause. Okay. Das war's wohl mit der Seilbahn. Und es lädt und lädt mal wieder. Verdammt. Reenie! Immer verliert er seine kleine Schwester, ey. Was? Ah, da oben hängt sie. Reenie, bist du das? Uiuiui, mir dreht sich alles. Sadwick? Hör, er ist noch oben. Alles okay, mir geht's gut, nichts passiert. Nanu? Oh, dieses Viecher wieder. Nein, das ist mein Splitter. Toll. Ganz, ganz toll. Das ist doch kein Keks. Mit Zuckerguss und bunten Streuseln, wie ihn Miss Glocke mal gebacken hat. Oh. Hey, was machst du denn da? Hey, bleib hier, das gehört dir nicht. Oh je, Mini. Na toll. Okay, ab. Ah, guck mal, wer da ankommt. Der Spot. Du bist wieder da. Ich trau mich nicht runterzuspringen, Spotty. So, jetzt aber. So, wir sind jetzt schon bei 23 Minuten. Das war es erstmal mit dem Teil von Silence. Ja, ich find's niedlich. Ich kann nicht viel erzählen, aber weil halt eben so viel hier gesprochen wird und Szenen sind, man macht eigentlich nur hier und da mal so ein bisschen Interaktion, das war's, aber ich find's einfach niedlich, das Spiel. Und schön gestaltet. Deswegen spiele ich das noch. Ansonsten macht man eigentlich viel zu wenig. Ist natürlich auch etwas für Jüngere. Leute, wahrscheinlich das Spiel. Aber wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz schön. Deswegen spiele ich es. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem auch. Und ihr dürft es natürlich mit dem Daumen nach oben zeigen und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Tag hoffentlich wieder. Beziehungsweise bei einem anderen Let's Play von mir. Und ja, das war Silence auf dem PC mit von Löhr Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.